Bob, 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 bob. Da, 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 da. Ich hol mir, glaube ich, erstmal einen Kaffee. Und der steht jetzt auch neben mir, der nette, schöne, schwarze Kaffee. Das heißt, nee, ich trinke ihn eigentlich nicht schwarz, sondern ich trinke ihn immer mit extrem viel Milch. Also eigentlich ist es so ein Milchkaffee. Und damit herzlich willkommen bei mir, dem Thorsten im Clan. Ja, deswegen auch der Thumbnail. Ich kläre euch auf. Ich bin im Clan Aufklärungskurs gelandet, gestern Nacht oder gestern Abend. Während meiner Suche im Global hat man mich erkannt. Ich konnte es gar nicht glauben. Fand ich natürlich sehr nett und auch der Global. Ich grüße mal den Global von gestern Abend, denn es war wirklich spaßig dort und ich habe mich letztendlich dann entschieden, in diesen Clan zu gehen. Warum auch immer, das weiß ich ja auch manchmal nicht. Aber es hat mir einfach gefallen, das ganze Gerede vorher. Und kurz und knapp, hier ist der Clan für nette Menschen. Jawohl, ich hoffe, ich bin euch nett genug. Gegründet, 5.11.17, Regeln, Teilnahme an 2 CKs im Monat. Kein Thema, mit 2 Angriffen, das mache ich immer. Stetige Clanspiele mit mindestens 500 Punkten, das packe ich auch. Gegenseitige Wertschätzung halten wir für selbstverständlich. Finde ich sehr, sehr gut, also passt. Und ich habe mich auch in den ersten Stunden hier schon wohlgefühlt und wohl eingelebt. Aber ich habe auch so ein bisschen natürlich an meiner Base gearbeitet, das seht ihr hoffentlich. Und ich habe meine Results auch noch nicht abgeholt. Was ich sehr, sehr schick finde, muss ich sagen, es wird einmal jetzt angezeigt mit den Ausrufezeichen, die hier so springen, was man noch hat. Und ihr seht das hier, ich habe noch einen Hammer, den würde ich auch gerne wieder nehmen. Das heißt also, bevor wir überhaupt jetzt hier beginnen, suchen wir uns mal das Ding raus, was am längsten läuft. Das ist die Kanone. Okay, dann machen wir die Kanone fertig. Dann dürfte das jetzt auch dort Geschichte sein. Das heißt also, hier müsste ich jetzt eigentlich, ja, da ist dann das springende Ding weg hier unten. Den Zauber brauche ich nicht. Also fangen wir mal an. Gems, Gems. Wir nehmen den dabei. Wir nehmen die Gems. Wir nehmen das Heldenbuch, ganz klar, für unseren King. Und was haben wir hier noch ganz am Ende? Dann nehmen wir auch die Gems mit, würde ich sagen. Dann können wir noch ein bisschen, ja, was heißt schieben? Ihr wisst, ich habe eigentlich immer relativ viele Gems und die sind nicht gekauft. Ihr seht das ja hier. Die sind nicht gekauft. Ich habe so ein bisschen Clanspiel-Score gemacht. 2375 ist eigentlich nicht mein Ding, dass ich so wenig Punkte mache. Eigentlich mache ich voll, aber ich hatte extrem viel zu tun und auch bei meinen anderen Accounts habe ich immer zugesehen, dass ich natürlich die Clanspielpunkte reingeholt habe. Und ich würde sagen, wir geben auch gleich ein bisschen von unserem Gold aus. Ich muss mal eben schauen. Ich hatte mir eigentlich schon angeguckt. Ich glaube, das ist mein letzter Bogenschützenturm hier. Oh, kann ich gar nicht machen. Treasury. Kommen wir da jetzt hin? Jo, wir kommen da hin. Gerade so. Mal wieder super abgemessen. Also das ist mein letzter Archer Tower hier, mein letzter Bogenschützenturm. Und ich stoße ihn jetzt hier unten mal an. 10 Tage läuft er. Hier habe ich jetzt wieder einen Hammer. Den wollte ich mir aber für die X-Bogen aufbewahren. Und jetzt muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ich glaube, wir tauschen das mal hier. Dann haben wir hier eine Defense, weil wir hier auch schon einen im Ausbau haben. So ist das eigentlich ganz locker gemacht. Und ich würde sagen, ja, ihr seht, wir farmen natürlich fröhlich und frei einfach mal wieder ein bisschen was rein hier. Und dann gucken wir mal, was wir vielleicht noch, ja, verbessern können, ist gut. Ich habe jetzt extrem wenig Gold. Ich kann gar nicht so lange suchen hier. Dann nehmen wir die hier mal mit, würde ich sagen, der ist abgefahren, beziehungsweise der ist so richtig ein schöner Offline-Gegner hier für uns. Und mal gucken, über welche Ecke wir reingehen. Ich denke mal, wir nehmen mal die Heldenecke hier. Wir nehmen mal die Heldenecke und setzen hier so ein bisschen unsere paar Truppen hier rein. Einmal die Magier dahinter und die Mauerbrecher. Mal gucken, wie weit die gehen. Ich setze hier jetzt schon mal meine Helden. Dann sind die schon mal im Spielfeld. Jawohl, das sieht ganz gut aus. Und ich glaube, ich brauche mal wieder nicht alle Zauber hier, denke ich mal. Einen Sprung brauche ich auch nicht. Super. Also spamme ich hier jetzt mal durch dieses Loch hier einfach meine Truppen rein. Das heißt also meine Lieblinge. Ihr wisst, das sind bei mir die Kobolde, gar keine Frage. Und wir müssen allerdings hier, oh, die können wir hier einfach mal heilen. Wir können einfach mal heilen hier und dann hauen wir hier noch einen Wut rein. Wir können ruhig ein bisschen was verbrauchen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Wir können ruhig ein bisschen was verbrauchen und wir müssen auf jeden Fall gewinnen. Wir sind ja im
Riesenevent und das habe ich natürlich mal wieder verpeilt bei meinen ersten Angriffen. Habe ich nicht gemacht. Ich muss mal eben gucken, wer hier noch so rumlümmelt. Ah, hier unten. Hier unten ist die ganze Meute und der Dicke ist da in der Mitte. Super. Das läuft. Und ich kann mal so ein bisschen Elex ausgeben hier für die Riesen nochmal einen Wutzauber und Queen geht da noch ein bisschen. Da ist noch ein bisschen über. Also den lassen wir mal laufen. Queen kann ja auch noch zünden. Ich hätte jetzt auch noch Clanburg. Na, die setze ich bei diesem Angriff, glaube ich, jetzt erstmal nicht. Wir haben jetzt schon 2 Sterne gemacht. Das ist super. Oh, da kommen noch ein paar. Ja, wo kommt ihr denn her? Alter, die sind immer noch krass. Die sind immer noch super krass drauf. Und jetzt muss aber erstmal der Gegnerkinder sterben. Jawohl. Queen kann sich noch, ja, die kann sich auf jeden Fall was holen. Ich hätte fast gesagt, die machen wir auf 0. Ich hätte fast gesagt, den machen wir hier auf 0. Und am Anfang, so ist das hier manchmal, wenn ich anfange aufzunehmen, dann fange ich einfach mal an. So, ich zünde sie jetzt mal. Dann fange ich einfach mal an. Und dann kommt dir irgendwas dazwischen, beziehungsweise du versprichst dich oder so. Dann laberst du irgendwas. Ich habe es einfach mal mit reingeschnitten am Anfang. Ist ja jetzt nichts Schlimmes. Und ich habe jetzt allerdings auch eine etwas andere Armee gebaut. Ich tausche mal wieder Armee gegen Armee. Lass jetzt aber erstmal die Helden kurz recken. Die brauchen ja jetzt ein paar Minuten. Und dann machen wir sicherlich einen zweiten Angriff. Dann werde ich meine Clanburg auch nehmen. Ihr seht das, was ich hier oben habe. Ist ja auch eine nette Truppe. Ich lasse mir jetzt mal was einfallen, wie wir hier noch weiter vorgehen können. So, da war schon 3, 2, 1, vielleicht meins. Ja, ist auch wieder eine Offline-Base. Ich meine, ich weiß nicht, wie ihr es macht, ob ihr immer Gegner angreift, die aktiv sind, aber gerade in so einer Push-Phase hier, da möchte ich natürlich jetzt meine Helden auch nicht immer auf 0 runtergeschossen haben. Und ich habe jetzt ja eine andere Truppe gebaut. Ich muss mal eben den Einstieg hier finden. Wie können wir hier reinsteigen? Das heißt also, wie können wir hier eigentlich ein bisschen funneln? Ich glaube, damit meine Truppen jetzt gleich nicht ganz nach außen gehen, funneln wir hier mal so rein. Und wo gehen die Riesen hin? Okay, die Riesen gehen dahin. Da wollte ich sie auch hinhaben. Wir hauen hier ein paar Heiler raus und ein paar, jetzt können wir die Mauerbrecher setzen. Der Minenwerfer hat gerade geschossen. So, dann nehmen wir mal King da mit rein, die Queen hier mit rein und andersrum King und Queen. So, die macht jetzt noch das Lager. 2 Hexen habe ich mal gebaut. Ja, mal eine andere Armee. Und jetzt verbrauche ich auch meine Clanburg. So, dann lassen wir die Meute hier mal springen. Dann gehen die auch jetzt in Richtung durch diese Base durch. Ich muss auch mal selber ein bisschen größer rein gerade. So, die... Das sieht alles so langsam aus, was die da machen. Okay. So, aber hier kommen die jetzt auch nicht wirklich weiter. Dann lassen wir sie hier einfach weiterspringen und nehmen die hier nochmal, glaube ich, in Wut rein. Ja, das sieht ganz gut aus. Da sind die Packies. Die heilen wir mal durch. Das ist, glaube ich, hier im Moment unsere stärkste Truppe, die wir im Feld haben. Boah, das sieht ganz gut aus. Das sieht ganz gut aus. Ich habe noch 3 Magier über und einen Bogenschützen. Eine Bogenschützin. Und dann geht das hier ganz gut durch. Ich habe die nächste Armee, wird gleich auch schon fertig sein im Boost hier. Und mal schauen, was wir denn mit der reißen können. Die ist dann auch mal wieder ganz, ganz anders. Oh, meine Queen darf ich nicht vergessen. Habe ich auch nicht vergessen, aber ihr seht es, jetzt schieße ich. Ein Held wird jetzt doch relativ stark hier geschossen. Und ich habe auch keinen Heiler mehr. Schade, die Queen wird jetzt nicht mehr noch mal geheilt. So am Schluss ist ja auch immer ganz schön, wenn du am Ende noch ein paar Heiler hast. Und die Queen wird noch mal geheilt. Aber jetzt gehen auch die Riesen voraus. Okay, das ist gut. Die Riesen und die Päcker gehen voraus. Ah, haben wir mitgenommen. Ist ja kein Ding hier, so eine Base. Aber wir brauchen, er brauchte das Dunkle. Und der hatte hier wenigstens ein bisschen Dunkles. Wir müssen immer, man muss das ja immer so ein bisschen im Hinterkopf haben. Event, Dunkles, die Zeit. Scheiße, die Zeit läuft mir weg. Oh, die Zeit läuft mir davon. Okay, das sieht aber ganz gut aus. Ich glaube, den machen wir auch auf 0. Dann machen wir halt ein paar Pokale. Ich denke mal, das ist in Ordnung. Und ja, 137.000 Dunkles. Ich muss mal gerade gucken, wie viel ich denn eigentlich für den King hier brauche. Wir brauchen 182.000. Okay, im Labor läuft übrigens aktuell bei mir der Mager, der läuft in 4 Tagen auch aus und dann stoße ich auch meine letzte Elex
Truppe an, es werden die Babydrachen sein, da könnt ihr ganz sicher sein, die wollte ich ja schon vor Ewigkeiten anstarten. Dann kam der Riese dazwischen, dann kam das dazwischen, dann kam der Magier dazwischen und jetzt ist es der Babydrache. Wir werden jetzt auf jeden Fall irgendjemanden, würde ich sagen, wir versüßen uns die Wartezeit und besuchen jemanden. Den ersten, den ich heute besuche, ist der Thiele 2211. Tut mir leid, Thiele, dass ich dich jetzt erst mit reinnehme, aber jetzt kann ich dich wenigstens gleich aus meiner Friendslist rausschmeißen. Und ich wollte euch einfach mal eine Base zeigen mit allen Mauern auf Max Level. Ich weiß, da gibt es jetzt sicherlich schon einige. Allerdings hat der Thiele die schon vor, ich weiß gar nicht, 2 oder 3 Wochen fertig gehabt. Also so lange ist er jetzt schon mein Freund hier in der Friendslist und ich wollte es einfach nicht verpassen, ihn einfach mal zu zeigen. Also echt krasse Aktion hat er über die Osterferien gemacht. Und wir haben auch darüber gewitzelt, also er ist ja auch immer bei mir oder bei uns im Discord, beziehungsweise ich bei denen im Discord oder die bei mir, je nachdem, wie man so sieht. Und ist schon eine krasse Base, ist eine starke Base geworden. Er hat auch mit den neuen Gebäuden so ein bisschen, hing er da immer hinterher, sieht man hier, der Wizard Tower kann jetzt auf jeden Fall sauber hochgehen und hat er in den Osterferien gemacht, also mit 16 Stunden zocken und dazwischen 2-mal zum McDonald's, bisschen schlafen. Und dann schafft man sowas in ein paar Tagen. Also richtig krasses Abgefarme hier. Aber ich habe noch einen, den ich besuche. Und zwar ist es der hier ist es. Es ist der Deusen. Der Deusen hatte mir geschrieben, magst du mich mal besuchen? Klar, mache ich das. Und vielleicht Verbesserung fürs Dorf empfehlen. Oh, das kann ich nicht wirklich, denn ich denke mal, du bist in der Legende und weißt genau, wie gut oder wie schlecht dein Dorf ist. Also krasses, ja, der Account ist der ist durch, bis auf den Skelettzauber hier hinten. Also ein bisschen kann er noch zumindest mit dem Dunklen machen, aber ist in der Legende und hat hier sicherlich auch eine starke Base, denke ich mal. Wir gucken mal rein. Ja, super. Super starke Base und die wird ja in jedem Fall deftig. Ja, 7 Devs hier oben, also absolut krass, muss ich sagen. Und ist vielleicht auch mal was für mich, aber ich muss natürlich, ich kann die Ressourcen noch nicht so schön draußen postieren wie du. Das kann ich bei aller Liebe nicht machen, aber irgendwann setze ich sicherlich auch mal zum kleinen Push an. Und dann könnte mir so eine Base hier, ich mache die mal ein bisschen kleiner. Die, ich weiß, das ist eine Internet-Farmbase, aber na, die wird sicherlich halten. Also man muss auch erstmal bis in die Mitte reinkommen. Und da mache ich mir eben mal einen Screenshot. Vielen lieben Dank, Deusen, vom Clan of Karl Clan. So heißt der Clan hier. Und ist aber wirklich, wirklich stark. Ja, Clan Level 9. Und oh, da hier sind ein paar Legenden drin, Donnerwetter. Krasses Ding hier, vielen lieben Dank. Und damit habe ich dich besucht und kann dich jetzt von meiner Liste streichen. So, einen haben wir aber noch. Ich mache heute mal 2 Besuche. Es ist der Account, zumindest heißt der Account hier Sarah, aber bei mir eben unter den Kommentaren ist es Mindron, denke ich, so spricht man das aus. Bitte besuch mich mit dem entsprechenden Hashtag, ist jetzt bei mir gleich auch aus dem Filter raus und unter dem entsprechenden Video dann zu finden. Es ist ein Rathaus Level 8. Und ich denke mal, ja, das sieht gut aus. Was hat er gemacht? Er hat hier die Luftabwehren immer noch auf 5. Okay, ah, vielleicht ist er noch nicht so lange hier auf der Rathausstufe. Ist zumindest ein aktiver Account. Ihr seht das hier, hier wird gepumpt. Also, das muss ja jemand angeworfen haben. Und hier wird auch ein bisschen gebaut. Das sieht eigentlich, ja, das sieht ganz gut aus. Gibt schon die ersten schwarzen Mauern. Aber er hat er nicht so viele Bauarbeiter. Jetzt gucke ich mal, meistens das sehe ich in den Ecken. Doch 4 Bauarbeiter, die aber scheinbar nicht alle beschäftigt wurden. Und ist auf jeden Fall ausbaufähig hier die Base. Wo sind die Magertürme? Da. Da haben wir den. Achso, da oben geht ja einer hoch. Okay. Die schützen hier so ein bisschen noch die Luftabwehren. Hier auf der Ecke auch. Ja, auf der Ecke hat man ein kleines Problem, weil man ja nur 3 Magertürme hat. Sieht aber eigentlich immer doch, die Base sieht stabil aus. Die deft hier 65 Mal. Hammer. Coole Sache. Spielt aber nicht so viele Clankriege. Mit 96 Sternen ist das relativ wenig, aber ist auch nicht jedermanns Sache. Ich habe jetzt schon einige gesehen und auch einige mal gesprochen. Die haben halt gesagt, ja, Clash of Clans ist für mich ein Spiel. Ich farme, ich spiele, aber Clankriege ist nichts für mich. Die Truppen sehen ganz gut aus. Ein bisschen hat er auf 7 nicht gemacht, nämlich die Lakaien. Aber er hat sich jetzt schon alle Truppen freigespielt. Golem, Valkyre, Pekka, super. 3er Drachen hat er. Jawohl, erste Truppe für einen
Rathaus Achter ist in der Regel, ist es einfach der Drache, ist die stärkste Angriffstruppe erstmal, bevor man dann anfängt mit einem Go-Vibe oder mit einem Go-Hock. Und sieht gut aus hier. Ich denke mal, du bist auch mit dem Account zufrieden. Und ich wäre jetzt zufrieden, wenn wir jetzt ganz, ganz schnell einen Gegner finden für unsere dritte Truppe. Alle guten Dinge, alle guten Farmdinge sind drei. Und ihr seht meine Armee hier unten. Boah, mal gucken. Queen Walk ein bisschen. Ein paar Miner mal ins Gepäck hier reingepackt und wir können ein bisschen Elex ausgeben, denn 4 Tage habe ich ja noch Zeit, bevor ich die Babys anstarte. Den Offline-Gegner nehmen wir auch mit. Ich habe nämlich festgestellt, eben so ein bisschen beim Suchen, aber ich wollte jetzt auch nicht umbauen, dass, die Truppe passt ja gar nicht. Die Truppe passt ja irgendwie gar nicht. Und da wollte ich hatte eigentlich erst gedacht, ich mache mal eine aktive Base, so, Warden hier mit raus und die passt vorne und hinten nicht, Riesen und die Tunnler, also naja, wir werden das Beste draus machen, da müssen wir jetzt durch und da kommt jetzt schon mal die gegnerische Queen mit Level 13, brauchen wir noch keinen Wut setzen, dann gucken wir mal, wo die jetzt hinlatscht und da ist ein Bogenschützenturm, den machen wir weg, der muss weg hier, so. Da haben wir schon mal einen Riesen. Oh, jetzt kommt der gegnerische King. Ja, der ist aber auch Geschichte. Und wollen die jetzt schon rein? Ich weiß es gar nicht. Wollen die jetzt schon rein? Oh, die Luftabwehr hier muss weg. Ich muss ja 10 Riesen setzen. Das ist ja das Entsetzliche. Ich muss ja 10 Riesen setzen. Och, jetzt gehen die da außen rum. Mann. Komm, ihr könnt doch wohl jetzt gleich da reingehen. Meine Herren, ja, das machen sie jetzt auch. Okay, die gehen da schon mal durch. Und ist wieder so ein Chaosangriff. Typischer Toto-Chaosangriff. Da machen wir die hier jetzt aber trotzdem jetzt mal wütend, würde ich sagen. Ja, der Wut ist auf allen drauf. Und jetzt muss ich natürlich von irgendwo mal mit meinen Buddlern hier rein. Ja, so stark ist das Ding ist ja jetzt nicht wirklich stark. Und dann würde ich sagen, wir ziehen die Buddler hier mal rein. Auf diese Flanke hier, dann können die den Magierturm hier mitnehmen und können hier weiter mit den Truppen weiter einfach durchrocken hier. Ich habe ein paar Heilzauber noch dabei, ja, easy peasy. Aber ist echt eine komische Armee, ich muss ja einfach 10 Riesen mitnehmen. Ich muss ja 10 Riesen mitnehmen, warum auch immer. Nein, ich meine fürs Event und dann ist das hier doch jetzt, es ist eine komische Truppe. Ich weiß, aber für diese Base muss das jetzt einfach mal reichen. Die gehen da rum, okay. Warden kann ja immer noch zünden. Jetzt gehen sie hier auch endlich rein, glaube ich, die Buddler. Ja, da werden sie durchgeheilt. Und dann haben wir nicht mehr ganz so viel hier in der Base. Ja, locker. Easy peasy. Locker gemacht hier. Wäre natürlich schön, wenn jetzt der Warden so ein bisschen weiter mit nach vorne geht. Damit. Ah, schade, ich habe den King jetzt nicht ganz mit reingekriegt, aber ich verbrauche jetzt meine Zauber nicht alle, ja. Und wieder ein Punkt im Event, das ist ja wichtig. Alles klar. Und ja, ich habe jetzt ein bisschen Elex verbraucht. Das ist aber auch nicht so schlimm. Im Moment muss ich für einen King einfach, ich muss einfach für einen King weiterfarmen. Der muss hochgehen. Zünde ich die Queen auch, dann ist sie auch voll durchgeheilt. Dann kann ich gleich sicherlich meinen nächsten Angriff machen. Die mache ich dann aber, wenn ihr nicht dabei seid. Und während ich das Ding hier abbaue, hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat. War mal wieder ein bisschen Farme. Diesmal mit Truppen, die ich ausgewählt habe. Die nächste Folge wird eine Folge, wo ihr mal meine Truppen bestimmt. Aber lasst euch einfach überraschen. Ist auch aus einem ganz anderen Rathausbereich. Ich würde sagen, bis dahin, euer Toto. Flashback.